Okay. Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Also Decomposition würde ich das nicht nennen. Das sieht aus wie eine Salami, die man ein bisschen lange in eine Speisekammer gehängt hat. We have finally finished excavating the monolith that was silently waiting for a soul to see it again. Situated within the circular building, we reached with the link elevator. The magnificent piece of carving was buried halfway down under a mound of debris, and most probably could have been written in the earliest pages of history. I cannot describe exactly my feelings for the first time, when I stood aghast. Diese komischen Wörter, die man heutzutage kaum noch... Was bedeutet aghast? Oder aghast? Wo ist es? Ich habe es übersehen. Fuck. When I stood aghast. Contemplating that gigantic stonework inside of those time wormholes. Entsetzt? Fassungslos? Bestürzt, erschüttert. Fassungslos. Okay. Entgeistert. Komisches. Ich kenne nur baffled. Baffled? Buffling. Only God knows how many ages have passed since its initial carving. Just thinking about its age sends shivers down to my spine. Which civilization could have constructed such a grandeur? Such grandeur, now waving a forlorn goodbye without giving away the secrets of its masters. Furthermore, even though most of them are damaged beyond repair. Das letzte ist less common use. Baffle. Or entgeistert. Furthermore, even though most of them are damaged beyond repair, we spotted some symbols resembling the rock art of the Sahara Desert in Southeast Alegria. Entgeistert ist eher selten, die Übersetzung. We don't have any strong evidence to suggest anything, but Connell Blake clings mostly to the continental drift theory. In any case, we don't have enough data on its age, but it is evident that history needs to be written yet again. Ich möchte eigentlich nicht wieder rauf zur Katze gehen. Die springt mir ins Gesicht mit dem Arsch zuerst. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Oh. Yes. Na, das, die ist auch fast aufgetaucht. The pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Oh, yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Ihm sind auch die Augen zugewachsen. Okay.
harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Ach, da sitzt er. Antarctica on the southmost continent and side of the South Pole. It is virtually uninhabited. Ice-covered landmass, most cruises to the continent visit the Antarctic Peninsula, which stretches towards South America. It is known for the Lemerchen and Paradise Harbor, striking iceberg-flanked passageways. The Port Lockery and a former British research station turned museum. The peninsula's isolated terrain also shelters rich wildlife, including many penguins. The rest of the text is illegible. I got that, some markings. Okay. Warum ist das so scheiße dunkel? Ich kann nichts sehen. Hier, Layers of 4. Gab's das eigentlich auch, das Bild? Da ist eine Schatztruhe. Gleich jetzt ein bisschen Loot. Locked. Hier ist eine Tür. Das leckt mich am Arsch. Optionen. Video. Kein Gamma. Gamma-Kalibrations. Warte. Bup, bup. Ich sehe immer noch nichts. Siehst du da eine Tür? Am Arsch, das gibt's ja nicht. Option, Gamma. The symbol inside the gray circle is barely visible. Also 11%. Kannst du immer noch sehen. Gut, dass ich die Tür nicht sehe. Ich sehe nur den Rahmen. Sehr gut. Ich finde es immer super toll, wenn Gamma so scheiße geregelt ist. Hat sich angehört, als ob gerade einer ein Forts. Okay, ich gehe dann mal. Oder auch nicht. Du hast wieder ein Abo geschenkt bekommen? Kannst du Entchen-Emojis machen? Wir hätten noch ganz tolle Easy-Emojis, aber keiner gibt mir Ideen. Warum sind das so viele Entchen auf meinem Stream?
objective is the only way. Hey! Hey, can you hear me? Damn it! Who was he? Den Streamer gerade schaut, wenn die Subs verschenkt werden. Hat ja jemand explizit den Sub geschenkt vielleicht? Bezweifelst du? Machst jetzt auf 25. Scheiße, sag ich nicht. Wie wär's denn mit... diese ganzen komischen Geräusche. So, ich wollte mich hier drin umsehen. Gib mir mal Ideen für Emojis und so ein Zeug. Twitch-Emotes. Diversa. The legendary drink of the oldest myth. I heard about the elusive mixture decades ago when I was writing my thesis on Salvia Divinorum. Divinorum. Also known as the Sage of the Diviners. An entheogenic plant used mostly in religious and shamanic ceremonies. For centuries, no one could gather any information about it other than its legendary mythical psychoactive properties. In some sources, it was a drink of gods, while in another, a key for opening gates to places that lie beyond the conventional human senses. The sole bridge to be passed in order to leave the bodily restrictions of the flesh. Most scholars would kill even for a hint about one of its lost ingredients. That's something I was on the lookout for throughout my career. A new formula is forming in my mind. I feel like there's a chance for me to produce, if not the original, then a variant of the legendary mixture. I mess up with the nucleus I've uncovered through my work here. Hast du eigentlich was eigenes so Insidermäßiges oder auf jeden Fall das auf dich schließen lässt? Meinst du Emoji-mäßig? Emote-mäßig? Da ist der Griff. Sieht aus wie ein Dildo. Alles sieht aus wie ein Dildo in dem Spiel hier. Holzfiguren, das Ding, das ist für die ganz Harten. Findest du? Lust for Darkness. Da sind Dildos. Dildos für die Darkness. Das Grüne jetzt nicht. Das sah aus wie ein Buttplug. Den man verhaken kann. Das ist Sicherheitsnoppen. Sexmonster, das hört sich doch schon mal gut an. Werden sie dann alle in Grund und Boden gerammelt, weil sie sich mit dem angelegt haben? Last from Beyond oder so. Ich habe schon wieder Glitches in meiner... Peripherie.
most of the ground-level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms, and thus weathered into shapeless ruins. However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs. The most striking features depicted in this grand panorama, I believe, are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse. They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center. Could there be some sort of religious meaning behind this? Or simply something that has a more practical use? I'm not sure. Ich glaube, meine Sicht ist immer beeinträchtigt, wenn ich mich an vergangene Dinge erinnere. Das sieht ein bisschen sehr Alien aus, ja. Fehlt eine Lampe, ne? Man sieht aus wie ein Globus, den man drehen kann, aber... Ich würde gerne wissen, warum meine Framerate schon wieder abkackt. Lass mal ganz nach unten gehen. There's some strange vegetation filling most of the hallways, as amazing as it's deadly. There's a hidden vault right beneath the U-Vault base. And even though I was prepared to find such a place, it was way different than imagining alone. We tried to cut our way through, but the plants reacted with highly poisonous gas, seemingly incoming from its glowing butts. I issued a warning to stop anyone going near any of these plants. They came across any of these caverns. I also noticed a strange phenomenon after I spent some time examining a sample from the plants. It occurred to me that individual vines grow and shrink in length on demand. It also seems as though it can move, even though there are no air currents. And this movement seems too regular to be caused by natural factors. This may sound strange, but I have the notion that it is conscious, at least on some level.
wolltest wissen, wegen ob Insider oder allgemein, ne? Meinetwegen können wir. Anyone here? Bin für alles offen. Dr. James? Dr. Morgan? Anybody? Where are they, for God's sake? Insider würde es vereinfachen. Was wäre das denn zum Beispiel? Was hättest du denn für einen Vorschlag? C-Equip. These plants release a poisonous gas when cut. The way ahead is blocked by this curious vegetation. Also, du müsstest das doch wissen. Wenn wir Insider, würdest du das wissen? Oder nicht? Außer Brezel vielleicht. Ich habe den Fahrstuhl nach unten genommen. Ja, das war auf jeden Fall unter Wasser, ne? Das stimmt. Was ist das für eine Box? Bin ich. Halt doch mal die Fresse. Jetzt will sie den Ruhm schon einheimsen. Gar nicht. Oh, das Licht macht die. Okay. Sehr tief nach unten. Ist das ein Stuhl? Das sind zwei Echsen, ne, die da drauf sitzen, oder? Okay, ich habe schon wieder ein Monster gehört, was sich hinter mir. Ja, den Stil hatten wir, dann nehmen wir so Pixel-Emotes, die skalieren auch besser. Was übersehe ich? What was that I've just seen? Das kann ich ja auch nicht beantworten, weil ich nichts gesehen habe. Noch weiter runter. Wie kann hier unten denn Grünzeug wachsen? Ist doch kein Licht.
Außer von den Kristallen da. Moment. Wie spät haben wir's? Uhr 21:47. Impfwaff berätseln als Emoji-Basis. This wall seems weak. I think I can tear it down with some effort. Willst du brezeln mit Anime-Augen? Ich habe ein Secret gefunden. Wenn es gut aussieht. Ah. Ah. Read description. Metallic flower-like object with a pinecone shaped design at its center. The pinecone is often used as a symbol for the third eye and pineal gland. Müssen wir nochmal, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Brezeln. Du musst auch nachdenken. Ach, für deine, du musst ja auch welche machen, genau. Wölfchen vielleicht noch. I found 5 pieces of stone with different glyphs on them. Okay. Examine. Nicht für dich, warum? Hast du Angst vor was? Gerade so schnell gerannt als das Gegröll. Ich bin noch fast nie gruselig. Mich gruselt's nicht. Das weiß man doch. Notiz. Kann ich die Notiz auch ohne die Scheiße? If I am not mistaken, this relief depicts that the overgrown flower we came across. Various points in the cavern can be cleared away with an iridescent device, a tool or a talisman. Curiously, we still haven't been able to find the roots of those plants. They seem to seep out of these caverns by passing through crevices which look as if intentionally made for them. What other secrets might these silent halls conceal from us? I'd better find a crew member. I woke up from a series of blurry nightmares, isolated inside these somewhat fine walls. In one of my pockets, I found an empty notebook in which I am writing my notes. I can't remember anything other than there should have been others here with me. The names Dr. Faust and Dr. DeWitt are lingering in my mind. Additionally, trying to delve deeper into thoughts gives me sharp pains in my already throbbing head. I better find a crew member and find out what's going on here as soon as possible.
Wieso nicht für mich? Ich kann das nicht, ich bin so schnell überfordert. Da musst du wem Geld geben damit, aber das für dich macht. Ich kann auch keine vernünftigen Emojis. Du hast kein Geld, deswegen musst du mehr streamen. Und Kamera an, Ausschnitt. Oder du aimst auf Fußfetischisten. Schon wieder. Hier rauf. As we planned, my team will continue exploration through this gateway. Other expedition parties can commence when ready. Jedes Mal, wenn er eine Vision hat, hört es sich so an, als ob er sich gerade den Zeh irgendwo gestoßen hat. Oder als ob er gleich kommt. Woher weißt du das? Ach, hust. Irgendwas muss das doch machen. Oder muss ich mehrere... Looks like something's missing here. Kann ich nicht nutzen. Hier kann ich es aber benutzen. Warte. Und woher weiß ich, wo was hinkommt? Einfach mal so eine Steinplatte. Ist das nicht einer von meinen Kollegen? I found an object that looks like a handle. Okay. Wir lassen jetzt all die Zombies raus. Kein kaputter. Zombie Party. Ich dachte gerade eher an die Ärzte. Monster Party, kennst du nicht?
Warum sind denn alle Särge leer? Hier ist mein Hinweis, den ich brauchte. Set of symbols we've seen in strangely carved niches all around here matches with what is written in the oldest parchment. I believe uncertainly that they represent a destination towards somewhere significant. Sonne, Auge, Sonne unten links, Auge unten rechts. Nein. Und unten rechts, die komische Tür oben rechts, Dach oben, okay. Wo geht's zurück? Hier lang? Hier kommt der Griff rein, ne? Ja. So. Das ist aber richtig, ne? Oh, warte mal, ich muss mal gucken, ob der Stern noch... Ach nee, das ist gar nicht richtig. Axtmörder-Modus aktiviert. Mal gucken, ob ich das Dreieck, habe ich das unten rechts auch reingelegt? Nee. Da kommt's rein. Ja, danke, danke für die Bits, für den Bit. Ich werde abgerichtet wie ein Hund. Immer wenn ich ein Rätsel, dann kriege ich einen Cookie. Autosave. Ich finde es ja immer sehr seltsam, wenn man nach unten guckt und keine Füße hat in First-Person-Game.
zu sehr dran gewöhnt. Deswegen war ich gerade überrascht, dass ich überhaupt eine Reflexion da werfe. The small version of the gigantic statue I saw before. It is beautifully carved out of a metal I can't identify. Additionally, it looks like it was made true to the miniature details of the bigger one. Ich habe eine Trophy obtained. Trophy obtained. Diese Geräuschkulisse, ne, die ist echt irritierend. Da ist ein Elder Thing. Du hast nie H.P. Lovecraft gelesen, sagst du, ne? It is possible to assume that due to volcanic activities in the Earth's crust, the climatic here is humid and temperate, but we don't know exactly whether this is the case. That theory somehow explains the nature of those small scattered fragments of obsidian, along with the cryptic stone wall that welcomes you when entering via the round gate. As men of science, we cannot fully grasp most of the phenomena happening around us. No apparent sign has been left behind, indicating the true motives of the carvers of these inconceivably old caverns. All I am sure of is that this place holds something strange. Grasping the soil here firmly in both hands gives me a rudimentary sensation I cannot translate into words. Something I'm no other mortal man has hither to perceive. Were those maze-like tunnels flooded at some point in time, or were they carved underwater? This was the main topic of debate at last night's meeting, and what Dr. Faust hinted at on various occasions, cited from a dark leather-bound book, was too frightening. At least for the ones who could understand the underlying links. The megalithic statues, ornate standing stones, and the flat areas of polished rock we could see at some points made us think that this place could be a religious temple complex of some sort. We cannot imagine what it looked like in its former days, for now it lies in ruins. Bare and without any sign of underwater fauna and flora. Das war doch gerade ein Krokodil. Okay. Tu mal so, als ob wir es nicht gesehen hätten. Und noch mehr Merchandise. Nee, sagt sie. Nee. Kann ich dir sehr empfehlen. Er hat viele gute Geschichten. Ein bisschen altmodisch geschrieben, weil er ist ja schon ein paar Jährchen tot, der Kerl, ne?
We finished tweaking the submarines one last time, and again they are ready enough for the next uncertain voyage ahead. This time we will also mark the way with light sources to make it easier for the later expeditions. In a shorter while, all members of the primary underwater exploration party led by Dr. James Barlow will head for the next destination, which appears to be toward the mythical entrance of the to the legendary Netherworld. But again, I wonder whether we are looking for something that is not to be found. After all, I've experienced, read and studied here. After all those sleepless nights spent discussing the laws of nature and how to bend them, what lies beyond and how to reach a certain state to see more without eyes. Even I cannot help but to think this journey may easily lead straight to hell, but we have to go through it it's all in search of answers. Mikroskop und Alice und Lost Boy? Was sind das denn für Groschenromane? Mikroskop. Alice und Lost. Would you like to get on the submarine? Deep dive. The first fuck off text. Ich soll dem Licht folgen. Descent. Overwatch. Das finde ich immer noch furchtbar langweilig.
Ew. Was nun? Oh, was war das? Ich hab's nicht gesehen. Scheiße. Tentakelding. Tentakel Manfred? Tentakelfried. Ich dachte, da war eine Abzweigung. Ah. Ich dachte, ich muss halten. Ding, 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 genau. Tentakelfried kann die Griffel nicht bei sich behalten.